Okay, Delion posiert erstmal schon. Hamster, was für ein bewegender Kampf. Mir sind glatt die Tränen gekommen. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht, wie mir geschieht. Seht euch nur an. Ihr seid aus demselben Dorf aufgebrochen, habt fantastische Teams zusammengestellt und mit allem gekämpft, was in euch steckt. Euer Siegeswille war in jeder Attacke zu spüren. Dieser Kampf hat einfach alles verkörpert, was für mich einen wahren Pokémon-Kampf ausmacht. Dieser Trainer, der damals gezögert hat, euch eine Empfehlung für die Arena-Challenge zu beschreiben, muss sich jetzt echt dämlich fühlen. Allerdings, vor allem wenn man bedenkt, dass du dieser Trainer warst, Bruder Herz. Du sagst es auch. Wer weiß, wer mein Gegner im Champ-Match sein wird. Aber mein Pokémon und ich werden ihm oder ihr mit allem, was wir haben, die Stirn bieten. Ich sage es ganz offen heraus. Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du mein Gegner sein wirst, Hamster. Genau, Hamster, jetzt geht's erst richtig los. Aber ich bin total alle. Ich gehe mich erstmal etwas im Hotel entspannen. Davor solltest du auch noch ein wenig Energie tanken, Hopp. Kommt, lass uns alle etwas essen gehen. Können wir gerne machen. Aber wehe, du willst wieder irgendeinen x-beliebigen Schuppen. Ich will was Ordentliches zu essen. Okay. Das heißt, es gibt jetzt noch einen Final-Cup. Ich glaube nicht, dass das nur ein Match sein wird. Ich vermute fast, wir werden nochmal gegen Arena-Leiter kämpfen. Oder so. Mal sehen. Oh, was ist, wenn da Champs aus anderen Regionen wären? Das wäre mehr als sick, aber ich glaube nicht. Das hätte ich wahrscheinlich schon mitbekommen. Hamster, Challenger Hamster, bitte einen Augenblick. Ich muss dir unbedingt ein paar Fragen stellen. In Ordnung, großartig. Wie jeder weiß, hat Delion, der Champ von der Galar-Region, dir und Hopp eine Empfehlung für die Arena-Challenge geschrieben. Wie fühlst du dich jetzt nach deinem Sieg über Hopp, den man gut und gerne als deinen Rivalen bezeichnen kann? Ja, freue mich ein bisschen drüber, aber es war halt ziemlich easy. Ja, verstehe. Und hast du etwas, was du gegen Hopp sagen möchtest? Ja, leider wird er immer mein Rivale sein, ne? Ah, verstehe. Du siehst ihn also auch als deinen Rivalen. Ganz unter uns. Denkst du, du hast eine Chance, den Titel zu gewinnen? Da fragen sie noch, natürlich. Na, jetzt reicht's aber langsam. Was sollen diese ganzen unverschämten Fragen? Hamster ist total groggy. Außerdem sind wir mit meinem Bruder Delion verabredet. Also lassen sie uns bitte in Ruhe. Aber natürlich, kein Problem. Wir hoffen schwer, dass die Pokémon-Liga bald einen neuen Star bekommt. Viel Erfolg noch. Puh, als Promis hat man schon echt nicht leicht, was? Wo bleibt mein Bruder eigentlich? Ich habe einen Mordshunger. Einige Stunden später. Ach, wo steckt Delion bloß? So spät ist er doch nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist er auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen ein Kinderspiel sein. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hättest du mal in den Kampf stecken sollen, da wäre sie nützlicher gewesen. Ha, erzähl mir was Neues. Ich mache mir wirklich Sorgen um Delion, klar? Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll ich in dem Outfit jemanden ernst nehmen? Wow, wenn du immer nur aufs Äußere achtest, wundert's mich nicht, dass du verloren hast, Alter. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen oder zum Rosé Tower. Ja, keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur zufällig an der Monorail-Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet, weil er irgendwas im Rosé-Tower erledigen muss. Im Rosé-Tower? Ausgerechnet jetzt? Was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rosé-Tower zeigen? Hamza und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Ach, du bist genau wie dein Bruder. Reicht mal euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich gleich zur Verstärkung auch gleich Teamgeld zusammen. Statten wir dem Rosé-Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der größte Ness. Vielen Dank. Jetzt wird reingeklotzt und zwar so richtig. Okay, auf zum Rosé-Tower würde ich sagen. Die haben mich irgendwie zurückgelassen. Ziemlich dreist. Okay. Hey, es geht. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin immer noch fix und fertig von meinem Kampf gegen Hamster. Team Yell ist jetzt der offizielle Fancop von Hamster Mary. Und wir brauchen deine Hilfe. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Olivia? Liga-Präsident Rosé befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Champ. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden.
Unbefugten ist der Zutritt zum Rosé Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Monorail zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abplagen muss, solange er sich im Rosé Tower aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir gewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag. Woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personals den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst herausfinden. Ich bin ein Meister der Tarnung. Versucht nur, mich zu finden. Was zum Fick passiert hier gerade? Na toll, und jetzt? Ach, warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team Yell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Hamster. Okay. Perfekt, ich suche die Gegner vor dem Stadion ab. Ich frage mich, was das Ganze jetzt hier soll. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofsplatz? Okay. Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit Links, den Rosé Tower zu erreichen. Okay, lass uns diesen bösen Angestellten der Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Der Typ hat eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Hi, Bruder. Ja, okay, du bist es schon mal nicht. Also suchen wir jetzt echt nach einem Typen mit Sonnenbrille? Warum guckst du falsch rum? Hey, haben Sie da? Der Typ da sieht verdächtig aus, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, dass er sich aufschreckt und dann dreht er sich bestimmt um. Ich hab den Schlüssel gefunden. Was? Mist, jetzt habe ich mich umgedreht. Und jetzt bin ich auch noch umzingelt. Na schön, dann wird eben gekämpft. Ich verstehe nicht, was das Ganze jetzt soll. Will von Makrokosmos fordert dich heraus. Ah ja, okay, Will von Makrokosmos. Was machst du hier mit einem Mauzi? Welches Level ist denn das? Okay, er hat 2 Mons. Das kann doch nicht der richtige sein, ey. Habe ich irgendwas gegen Stahl? Ja, klar. Wir haben unser... warte mal, bin ich auf Beutel gegangen? Was zur Hölle? Wir haben ein Kampf-Pokémon mit Durchbruch und einem Schwarzgurt. Das ist der Way to go. So, Knuddler. Oh, er ist predicted. Okay, das macht aber gar nichts. Unser Angriff wird nicht gesenkt. Sehr gut. Wir feuern dich an. Was zum Fick? Danke. Oh, wait. Wir kriegen jetzt den Boost, den Dingens auch in seiner Arena hatte immer, oder wie? Ness. Das ist ja merkwürdig. Das ist ja wirklich merkwürdig. Keine Ahnung. Notsituation brauchen wir nicht auf Schimmkeck, nein. Auf gar keinen Fall. Vermicula. Ja, ich glaube, damit kommen wir auch noch klar. Ist zwar nur neutral effektiv, aber Vermicula ist jetzt nicht gerade dafür bekannt, extrem stark zu sein. Vor allem mit Kreuzschere wird es uns nichts machen. Was soll das? Hast du wirklich nichts Besseres? Wobei, wenn ich gerade so das durchgehe... Ja, keine Ahnung, Eisenschädel wäre halt besser gewesen wegen Flintchance alleine schon. Wobei, wir waren eh schneller, ne? Ich glaube, hat sie eh nicht gemeldet. Hättest du mich nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. Dann hätte ich dir eine verpasst, Junge. Ich hab's, ich versteck mich einfach. Dann kommt niemand an den Schlüssel ran. Halt ihn auf. Oh, der hat echt ein Tempo drauf, wo er sich jetzt bloß versteckt hält. Wieso halten wir ihn nicht einfach auf? Wieso sind wir so dumm? Hey, du standst ja auch gerade noch nicht, oder? Ja, da ist er doch. Hi. Wie hast du mich gefunden? Sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird gekämpft. Junge, man sieht deine Sonnenbrille. Hol dir doch einfach auch so eine in der Boutique. Okay, er hat noch 2 Mons. Flunkiefer. Okay, anscheinend hat er Stahlmons. Das heißt, ich sollte aufhören, mit Marelit zu liegen. Aber okay, wir sollten hier nicht unbedingt mit... Zölle auch ein, wegen dem Feentypen. Das heißt, wir müssen das jetzt mit Nitro-Ladung wahrscheinlich machen. Yikes. Ernsthafte Frage, ist Stromstoß nicht einfach stärker? Kann ich mir fast vorstellen. Du schaffst das, yay, los Hamster. Yay. Könnt ihr aufhören zu cheaten?
Bitte? Ich meine, das ist jetzt kein harter Kampf, Jungs, ne? Also, ich brauche da nicht unbedingt Hilfe. Knirscher, ja. Süß. Süß, sehr süß nach dem Verteidigungsboost. Das ist, ja, okay. Wir sind jetzt auf jeden Fall das schnellste Turmoma, richtig. Jetzt fällt mir der Name ein. Wahrscheinlich, weil ich ihn gelesen habe. Habe ich ja vorhin drüber nachgedacht. Ich weiß gar nicht, vielleicht war es auch in der letzten Folge. Von daher, warum sage ich das überhaupt? Keine Ahnung, weiter geht's. Was hast du noch? Irgendein Stahlmon? Stalobor, oh. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unlucky. Allerdings sind wir immer noch plus 1 defensiv. Von daher kann ich mir vorstellen, dass wir eine Bodenattacke tanken und wir sollten ihn locker 2 hitten. Und schneller sind wir eh. Zu 1000%. Zahnalmklaue? Und du misst? Ja gut, das ist Karma. Wer sowas Dummes einsetzt, der hat's verdient zu missen. Gut, dann lass mich raten, er rennt jetzt nochmal weg. Ah, dabei habe ich extra beim Weglaufen meine Pokémon ausgewechselt. Ja, das ist schön für dich. Tja, mich zwischen den Leuten zu verstecken war wohl nicht gut genug. Aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben. Du findest mich nie. Okay, er rennt wieder nach links. Alles klar. Das heißt, was ich mache, ist mal kurz heilen. Und dann suchen wir weiter. So, er ist nach links laufen. Entweder hier ist hier unten. Das ist er aber nicht, weil er hat ja die Sonnenbrille auf. Ach, guck mal, wo er ist. Hi. Glückwunsch, du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden. Pass auf, dass du dich nicht piekst. Nicht so aggressiv, Kumpel. Ist doch alles easy. Ich habe schon wieder nicht ausgewechselt. Ich bin so dumm. Andererseits könnten wir hier sogar eventuell drinbleiben, weil Käfergrummel ist neutral effektiv und Castadors spezielle Defensive ist jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Von daher sollten wir das auch so schaffen. Eisenschädel macht uns eh nichts. Vor allem nicht von dem. Wir glauben an dich, setz dich durch. Ihr seid die Besten. Oh, plus 2 Spätzangriff. Ja gut, dann können wir wahrscheinlich einfach drin bleiben. So, was hat er jetzt noch? Warum hat er auf einmal wieder ein unterentwickeltes Mon? Ich bin sehr verwirrt von diesem Typen. Der macht mich ein bisschen fertig. Stalos, uff. Sollen wir es einfach mal probieren? Wie viel machen wir denn mit so einer Psychokinese? Oh ja, das ist mehr als genug. Das ist mehr als genug. Feuer-Odem, ja gut, wenn er uns paralysiert, wäre es ein bisschen unlucky, aber sonst kann nichts passieren. Weil Schaden machen wir das nicht, bei der spezielle Offensive von Stalos von irgendwie 3. So, jetzt haben wir 6 Mons von ihm erledigt. Das heißt, er dürfte eigentlich keine mehr haben und müsste jetzt ohnmächtig umfallen. Zumindest laut den Regeln, an denen wir leben hier. Ah, Verstecken ist sinnlos, Kämpfen ist sinnlos, da kann man nur noch wegrennen. Oh, muss ich ihn jetzt jagen? Das ist ja ziemlich cool. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Ha, denkst du? Ich habe keine Lust mehr, den Standpoke von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich auch clever in die Monorail hüpfe. Bringt Hopp her, Leute. Wir müssen den Bahnhof belagern, damit der Typ uns nicht entwischt. Okay, hat Hopp ihn gefangen? War Hopp einmal in seinem Leben nützlich? Oh, die Monorail ist belagert. Jetzt sitzt er endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Hamster. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Song, damit kommt ordentlich Stimmung auf. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt für sich simple Lieder und mehr nicht. Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meinen Liedern wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich immer wieder meine schönen, simplen Lieder. Bonus, ihr Nismen. Ist das nicht Ness? Gibt ihr hier gerade ein Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofkonzert? Egal, komm, lass uns näher rangehen. Oh shit, der macht jetzt einen Andrang, dass der nicht weglaufen kann. Der Typ. Smart. Die Zickzacks dancen erstmal ab dazu. Ja,
Ness, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit dem Monorail zum Rose Tower fahren. Oder zum Rosé Tower. Wie ist das jetzt passiert? Hamster, hopp, na los, mach schon. Das ist eure Chance, macht was draus. Das heißt, wir sind jetzt beim Rosé Tower. Wo der finale Showdown stattfinden wird. Nehme ich mal an. Weil irgendwas ist ja hier nicht richtig. Irgendwas ist ja hier nicht richtig. Ich glaube, wir müssen gleich noch Olivia bekämpfen. Da wären wir, der Rose Tower oder der Rosé Tower. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag? Die Spitze verschwindet sogar in den Wolken. Okay, was ist euer Plan? Team Yellow und Ness haben mit den Typen der Pokémon-Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also auf uns allein gestellt. Gute Frage, hast du eine Idee, Hamster? Ich gehe schon mal vor. Ich bin dabei, je schneller wir denen da rausholen, desto besser. Du willst schließlich noch beim Champ Cup gegen ihn antreten, oder? Dank dir haben wir es bisher geschafft, Hamster. Wir dürfen nicht nachlassen. Diese Olivia muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe ihr einfach nicht ab, dass diese Nummer mit dem Monorail-Schlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum der Präsident den Champ im Rosé-Tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgegangen wie in Spikeford. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los, geht endlich, ich gebe euch Rückendeckung. Ich bleib hier bei meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns hier. Komm, machen wir uns auf die Socken, Hamster. Okay, sind meine Pokémon geheilt. Erstmal gucken. Okay, dann heile ich das nochmal kurz. Und dann kann es auch schon losgehen. Wir lassen Hopp einfach stehen. Der ist eh keine Hilfe. Den musst du dann nur am Ende wieder retten. Wow, so sieht der Rosé Tower also von innen aus. Der ist ja so riesig, dass er einfach schwindelig wird. Wusstest du, dass der Rosé Tower angeblich auf eine Energiequelle gebaut wurde? Deshalb kann man sich an der Spitze des Gebäudes auch dynamaximieren. Aber was viel wichtiger ist, ich hoffe schwer, dass man mit dem Aufzug ganz nach oben fahren kann. Der Rosé Tower hat nämlich sage und schreibe 100 Stockwerke. Wie weit der Aufzug fährt, spielt hier keine Rolle, weil hier nämlich Endstation für euch ist. Alarm, Alarm, Eindringlinge gesichtet. Mitglieder des Personals sind verpflichtet, unbefugte Gäste unverzüglich zu entfernen. Gehört, die Anweisungen kommen von Olivia, also muss ich sie befolgen. Wenn ich euch vertreibe, gibt es bestimmt einen fetten Bonus für mich. Ist das jetzt ein Doppelkampf? Nein, es ist ein einfacher Kampf. Tom von Makrokosmos. Die haben irgendwie alle Stahl-Pokémon, oder? Ich sollte echt aufhören mit, Dingens zu leaden. Ach, ich habe keinen Bock auszuwechseln, ne? Wie viel macht so eine Psychokinese? Die spezielle Defensive von Femicula ist halt echt nicht so gut. Ja, perfekt. Gut. Trotzdem sollte ich vielleicht dann einfach mit Turboma oder mit... Wie heißt er? Zerlauch. Haben wir noch irgendwas Gutes gegen Stahl-Pokémon? Wir haben keine Bodenattacke, ne? Wir haben so eine schlechte offensive Coverage, Alter. Das ist traurig. Heilige Scheiße. Ah, jetzt verliere ich schon wieder Geld. Mit jeder Niederlage weiter in die Miesen. Ja, du bist halt Kacke. Ah, da geht er hin, mein Bonus. Auch der Traum vom eigenen Haus. Wir wollen zu Liga-Präsident Rosé. Sag schon, wo finden wir ihn? Nehmt einfach den Aufzug. Der Präsident hält sich an der Spitze des Gebäudes auf. Hey, wir sind gleich am Ziel. Halt durch, Bruder Herz, wir kommen. Komm, Hamster, weiter geht's. Junge, no offense, ne, aber ist das nicht die beste Falle, die sie uns stellen können? Einen runterschicken, der absichtlich verliert und uns dann irgendwo hinschickt, wo wir komplett auseinandergerissen werden? Ich bin da ein bisschen skeptisch, Kumpel, aber naja, wie du meinst. Ja, was ist jetzt hier? Mach mal Aufzug. Komm, Hamster, weiter geht's. Ja, jetzt. Alter, das sieht cool aus. I like. Okay, hier sind irgendwie vier Aufzüge. Ah, nee, das ist ein riesiger Aufzug. Eieiei, das ist gefährlich, ey.